das hätte wieder den Stream auf. Ach. Ja, habe ich manchmal auch sind die beiden Leute mit dir verwandelt? Ach, okay. Dass du leichter zur Gemeinde sprechen kannst. Für die Gemeinde. Wunderbar. Jetzt nach der Gulaschkanone, die auch in Friedenszeiten zum Einsatz kommt, geht es weiter und ich freue mich, die Firma Switch2Mac begrüßen zu dürfen. Mit ihrem Vertreter David Gritschek. Den habe ich besonders gut gefunden, der hat mir echt gefallen. Und David wird uns jetzt über ein neues Kampfmittel in unserer Diskussionskultur berichten, das Tool Discourse, mit dem wir uns hoffentlich anfreunden und leichter tun in zukünftigen Diskussionen. Ja, ja, nur die Ruhe. Presenter einstellen. Wir werden uns jetzt keine Hektik erlauben, um den nachhaltigen Eindruck professioneller Darstellung nicht zu untergraben. Erzähl uns was. Wieso soll er was erzählen? Erzähl einen Witz. Ach, soll ich den Switch2Mac-Witz erklären? Also wir haben zwei Firmenvertreter heute. Der eine ist von der Firma Switch2Mac und der andere ist von der Firma SKP. So hat die Allgäuer Zeitung das aufgefasst, was ich ihnen geschrieben habe. Die wussten nicht, was damit gemeint ist, haben auch nicht nachgefragt, sondern haben einfach dann das so definiert, dass das Unternehmen sind, die von Piraten geleitet werden und das eine Unternehmen heißt SKP, das andere heißt Switch2Mac. Ja, ich finde das echt klasse. Das hat mir echt gefallen. Okay, du bist klar, oder? Kannst jetzt dieses Handmikrofon haben oder das mit dem Ding, das ist. Bitteschön. Go for gold. So, einen wunderschönen Nachmittag. Vielen Dank an Thomas und alle anderen, die das hier heute organisiert haben. Das ist ein sehr schöner Rahmen, macht eine ganze Menge Arbeit. Auch einen herzlichen Dank an Ron und die ganze Technik-Crew. Ja, ich glaube, ich muss mich nicht vorstellen, die meisten Leute dürften mich kennen. Gibt es jemanden, der mich nicht kennt? Ah, der Stream, sehr schön. Und die obligatorische Hand vom Herrn Haas. Vielen Dank auch. Gut, kurz zu mir. Mein Name ist David Gritschek. Ich begleite zurzeit das Amt des stellvertretenden politischen Geschäftsführers in Bayern. Ihr habt mich da reingewählt, jetzt müsst ihr damit leben. So, Switch2Mac, der Thomas hat es schon erklärt. Nein, es ist keine Firma, das ist mein Nickname auf Twitter. Und wird auch nicht mit TO geschrieben, sondern einfach mit der Zahl 2. Aber gut, so ist das eben. Ja, kommen wir zu meinem Thema. Das Thema ist Discourse, neue Wege bei Online-Debatten. Wir haben Online-Debatten, führen wir bei den Piraten vornehmend mit drei Punkten. Einerseits über Foren bzw. über das Sync-Forum. Wir führen Online-Debatten über Mailinglisten. Und über Mumble. Mumble lasse ich jetzt einfach mal weg. Das ganze Thema Online-Debatten über Discourse bezieht sich ausschließlich auf die Punkte Foren und Mailinglisten. Vielleicht noch eine Frage vorneweg. Brauchen wir überhaupt ein neues Tool? Einfach mal in die Runde gefragt. Fritz schüttelt den Kopf. Escalate hebt den Daumen. Gut, stellen wir uns doch einfach mal die Frage, welche Probleme haben wir denn bei den aktuellen Debatten, Online-Debatten auf den Mailinglisten bzw. auf den Sync-Foren? So, das geht ein bisschen schnell. So, wir kennen alle unsere Lieblingsdebatten auf Mailinglisten. Die sind ganz häufig geprägt von persönlichen Angriffen. Einmal aus der Lust am Streit. Ja, es gibt solche Leute.
die streiten sich furchtbar gerne, beziehungsweise provozieren einfach. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, vor so knapp 2-3 Wochen war auf der Welt oder war es auf der Zeit online ein entsprechender Artikel von eben so einem Online-Troll, dessen Lebensinhalt es tatsächlich ist, die Leute entsprechend zu provozieren mit verkürzten Aussagen und dementsprechend Diskussionen eigentlich komplett zu zerstören. Aber wir haben noch ein zweites Problem bei Debatten, die online geführt werden. Es fehlt die Komponente der Gestik, die Komponente der Mimik, die wir so in einem persönlichen Gespräch haben können und wo wir auch ganz viel Ironie, wo wir vielleicht auch ein bisschen Humor, Witz und so weiter reinbekommen können. Das fehlt online komplett, beziehungsweise die geltenden Abkürzungen werden sehr gerne überlesen und jeder fasst halt eben Humor sehr unterschiedlich auf. Das führt dazu, dass sehr viele Mailinglisten oder Foren häufig moderiert sind, einfach weil es die einzige Möglichkeit ist, um auf Eskalationsspiralen überhaupt reagieren zu können. Ihr kennt es, ihr habt das alle schon auf diversen Mailinglisten erlebt, wenn sich mal eine Diskussion in der Richtung entwickelt hat, wird dann ganz selten über das eigentliche Thema noch debattiert, sondern das Ganze entwickelt sich Richtung persönliche Kleinkriege und die Debatte um das Thema ist damit eigentlich beendet. So, für die Teilnehmer an solchen Diskussionen, also die unbeteiligten Kombatanten, die armen Schweine, die nämlich die Mails entweder über Synchronum bekommen oder über die Mailingliste, führt es dazu, dass sie sich aus dieser Diskussion eigentlich nicht zurückziehen können, weil die Mails bekommen sie trotzdem. Auch wenn man sagt, okay, ich schaue da nicht rein, es führt halt einfach dazu, dass man sich dann komplett aus den Mailinglisten zurückzieht, wenn man dann feststellt, hey, es kommt eh nur Müll an. Das führt aber dazu, dass die Online-Debatten nicht mehr stattfinden. Man empfindet sogar solche Mailinglisten bzw. Synchforum eigentlich als Spam. Und das ist nicht zielführend. Nächste Zitat, der Umgang mit Zitaten. Dafür gibt es meines Wissens noch sogar eine eigene RFC. Halten tut sich an die eigentlich niemand. Zitate werden entweder oben drüber gestellt, unten drüber, mitten in den Text rein. Das führt dazu, dass das vielleicht noch auf einem PC-Bildschirm lesbar ist, auf mobilen Geräten nicht mehr. Und wenn wir uns anschauen, die Mailinglisten, Zusammenfassungen, die da teilweise kommen, die so lang sind, dass man sie auf Nicht-PC-Monitoren eigentlich nicht mehr lesen kann, führt es dazu, dass die Leute sich einfach auch wieder aus der Diskussion ausklinken. Und das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen, dass die Leute Debatten auch online führen können. Nächstes Problem, Einbinden von externen Medien. Ja, wir leben im Jahr 2014, da gibt es sowas wie YouTube-Videos, es gibt sowas wie Bilder, es gibt sowas wie Tondokumente. Das fehlt komplett auf Mailinglisten, weil wir das in der Regel nicht zulassen und erst recht im Sync-Forum bestenfalls über einen Link. Das heißt, man muss diese Dokumente dann doppelt und dreifach irgendwo hin verlinken. Macht nicht unbedingt Sinn, lässt sich schöner gestalten. So, hier nochmal ein Beispiel der Lesbarkeit. Ich habe jetzt das Ding nur genommen als Beispiel. Das kommt, glaube ich, von der bei MISC. Da geht es um die Ordnungsmaßnahme von Niederbayern. Bitte jetzt mal nicht auf den Text achten, der spielt keine Rolle, sondern wenn man sich dieses Konstrukt hier anschaut, es ist zwar sehr schön, das kommt von einem 27 Zöller, da kann man es noch lesen. Wenn man das jetzt versucht, auf einem Mobile Phone entsprechend zu folgen, beziehungsweise da wieder ein Zitat rauszuschneiden und es dann korrekt wieder in den Text einzufügen. Ich mache das einfach nicht mehr. Ich verzichte und steige dann entsprechend aus der Diskussion aus, weil es so einfach zu dumm ist. Gut. Letzte Problem oder das große Problem von unseren Mailinglisten. Wir haben für jedes Thema eine einzelne Mailingliste. Das mag zwar für die einzelnen Mailinglistenbetreiber immer sehr, sehr nett sein und man fühlt sich da auch vielleicht ein bisschen geadelt. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr seid neu und kommt in diese Partei rein und müsst dann, offensichtlich,
Irgendjemand zittert oder ist es vielleicht sogar mein Handy? Das könnte natürlich sein. Wunderbar. Mein Schreiphone. Also ihr kommt noch in die Partei und dann sagt, ja, dann melde ich doch an der Mailingliste an. Dann geht er auf unsere Übersicht der Mailinglisten in Bayern. Spätestens dann würde ich mich wieder sagen, okay, wisst ihr was, das mit der Politik online, das üben wir vielleicht nochmal. Das heißt, wir haben zwar eine große Vielfalt, die ist zwar vielleicht ganz nett, aber die führt halt eben dazu, dass wir Dinge, vor allem von neuen Mitgliedern, dass wir Dinge sehr kompliziert darstellen und diese Einstiegshürde einfach sehr hoch machen. Und da sollten wir hin. Das ist so eine Kurzanalyse dessen, was wir an Mailinglisten bzw. Online-Debatten an Problemen haben. Das heißt, wie können wir das ganze Thema neu gestalten? Ich habe jetzt mal so eine kleine Anforderungs-Cloud gemacht. Ne? Clouds sind ja immer so schön. Was wäre für euch für so ein Tool ein Anforderungsprofil? Also ich habe jetzt mal ein paar Sachen so aufgenommen wie Open Source. Also ich glaube, ein Tool, das nicht Open Source ist, bei den Piraten zu etablieren, würde wahrscheinlich ähnlich Erfolg haben wie Sage. Die API, das Ding sollte eine API haben, jedenfalls eine einigermaßen vernünftige, dass man daran andocken kann. Einfaches Zitieren, immer an den Nicht-EDV-Nerd denken, sondern vielleicht an den Durchschnitts-PC-Benutzer. Einbinden von Medien sollte möglich sein, meiner Ansicht nach, Bilder, Dokumente, Filme, Ton. Ein Null-Threading sollte sehr schnell möglich sein, vor allem mit einer Zurückreferenzierung zu dem eigentlichen Thread. Auch sehr gerne verwendet, beziehungsweise es gibt ja, glaube ich, ein neumodisches Wort dafür, auf Twitter läuft es gerne, Derailing, wo dann im Prinzip aus einer Diskussion sich Einzelpunkte rausgeknüpft werden und dann wird dann eigentlich am Sinn der eigentlichen Diskussion vorbeidebattiert, nur über einen Punkt. Das kann man sehr gut rausnehmen, indem man sagt, okay, komm, lass uns einen neuen Thread aufmachen mit der Verbindung. Ob das dann funktioniert, hängt natürlich immer von uns allen ab. Ne? Gut, nächster Punkt, der ist jetzt ein bisschen kleiner dargestellt, also von der Wichtigkeit auch her, die Möglichkeit, gemeinsam an einem Text zu arbeiten. Ja, über die Wiki-Funktion haben wir alle. Wenn das dabei ist, ist es nice to have. Dann Berechtigungsverwaltung, idealerweise erweiterbar. Was versteht man darunter? Naja, also wir haben sehr viele unterschiedliche Gruppen. Es wäre schön, wenn wir uns da nicht auf ein vorgegebenes Modell stützen müssten und uns da reinzwängen müssten, sondern es wäre gut, wenn wir diese Berechtigungsverwaltung selber definieren könnten. Die Login-Module. Wäre gut, wenn wir welche hätten, die wir nicht selber bauen müssen, weil wenn wir selber bauen müssen, muss das immer jemand pflegen. Login-Modul, wisst ihr, was ich damit meine? Ja, wir sind wieder im Jahr 2014 angekommen. Es ist immer ganz nett, also ich habe ein Problem damit, ich habe so viele Accounts mittlerweile irgendwo rumhängen. Ich nutze sehr gerne Login-Module, sei es jetzt von Facebook, Twitter, Google Plus, wo ich entsprechend mich über diese Systeme auch authentifizieren kann, weil ich muss mir dann einfach deutlich weniger Passwörter merken. Das ist, mag sein, dass es meine private Vorliebe ist, aber diese Systeme wären, denke ich, im Web nicht so erfolgreich, wenn tatsächlich sie nicht genutzt werden würden. So, unterschiedliche Benutzerprofile, klar, das Ding muss unterscheiden können zwischen Administrator, zwischen Moderator, zwischen einzelnen Gruppen. Ich würde sehr gerne sehen, wenn wir da weiterhin Kurzmitteilungen hätten und die auch vielleicht mal intensiver nutzen würden. Damit ließe sich sowas wie Deeskalation betreiben, indem man einfach über einen sehr kurzen Dienstweg einfach mal sich die Leute, wenn sie sich missverstanden haben, auch mal direkt unterhalten können, ohne einen Medienbruch, dass sie sagen, lass uns das auf Twitter zerren oder was auch, wohin auch immer. Anschluss an soziale Medien, ja, kann man sehen. Finde ich immer ganz gut, wenn man Debatten auch mal nach außen tragen kann. Wir sind eine politische Partei
Und wir wollen vielleicht auch unsere Debatten nach außen tragen, um sie mit anderen Gruppen zu debattieren. Ich will nicht, dass wir jetzt jede einzelne Debatte, jeden einzelnen Punkt, jeden einzelnen Beitrag, dass das irgendwo bei Twitter oder bei Facebook rausbesondert. Nein, es geht nur darum, dass die wichtigen Ankündigungen entsprechend auch geknüpft werden können. Hat, denke ich, seine Vorteile. Ganz wichtig, denke ich, für viele, die unterwegs sind, eine Benachrichtigungsfunktion per Mail, die man aber auch, wenn man will, ausschalten und einschalten kann. Idealerweise bis auf Flat-Ebene. Das ist dann auch der nächste Punkt, das ist ein Ausblenden von Diskussionen. Also ich möchte mich aus einer Diskussion rausziehen, ohne jetzt aus einer Gruppe komplett mich entfernen zu müssen. Ich möchte also keine Benachrichtigung mehr zu einem bestimmten Thema bekommen oder einer bestimmten Person idealerweise. Und dann, wo wir bei Fehlverhalten oder aggressiven Verhalten, nicht sozialkonform Verhalten von Diskussionsteilnehmern sind, wir brauchen eine Meldefunktion bei unangebrachten Beiträgen. Das kann erstmal ganz einfach Spam sein, haben wir ja auch immer wieder mal, beziehungsweise dass, wenn ein Konto geknackt wird und dann immer wieder Spams an Mailinglisten verteilt werden, kam ja in letzter Zeit ja auch mal vor von einigen Teilnehmern. Aber auch, dass man Menschen, die tatsächlich andere permanent laufend angreifen, entsprechend auch sanktionieren kann. Und wenn wir bei Sanktionen sind, wäre es gut, wenn wir ein System hätten, das nicht permanent von Moderatoren überwacht werden müssen. Was ich damit meine, zeige ich dann später. Ich finde es schon wichtig, dass eine Gruppe von Menschen eine gewisse soziale Kontrolle über ihre Diskutanten ausübt. Wenn wir das nicht tun, wenn wir da kein Regelwerk dafür haben, führt es dazu, dass irgendwann mal überhaupt keine Debatten mehr online geführt werden, weil die Leute sich einfach es nicht nötig haben, sich online beschimpfen zu lassen, sich online drängeln zu lassen, sich online in eine Ecke stellen lassen wollen, die sie für unangebracht halten. Gut, ich persönlich finde, positive Bestätigung und Feedback sollte möglich sein in so einem Tool. Ja, ich langweile den Herrn Bezirksrat. Nein, also positive Bestätigung und Feedback. Jeder von uns kennt diese tollen Plus-1-Mails, die gehen einem so auf den Keks. Plus-1 soll nur eine Unterstützung darstellen für eine Meinung, für einen Beitrag, ist zwar ganz nett, führt aber inhaltlich zu gar nichts. Es macht nur tatsächlich höher das Mailaufkommen, beziehungsweise wenn man eine Gruppierung von einer Mailingliste hat, führt es dazu, dass die aktuell ist es so eingestellt, dass die 5 Mails schneller erreicht sind und ich öfters mal eine Gruppenbenachrichtigung auf den Mailinglisten bekomme. Und, aber positives Feedback hat aber auch eine Bestätigung für Leute, die wertvolle Beiträge schreiben. Man darf das auch durchaus mal so tun, dass man gute Beiträge auch entsprechend belohnt und die auch entsprechend weit oben darstellt. Weil auch da geht es um eine Wiederfindbarkeit von wichtigen Diskussionen online. Und ich denke, ein Kriterium ist da entsprechendes positive Feedback. Bei Sanktionsmöglichkeiten war ich schon. Wir brauchen Sanktionsmöglichkeiten. Und das hat jetzt nichts mit Zensur zu tun. Ich kenne diese leidige Debatte von, oh Gott, ihr zensiert und überhaupt und Freiheit und so weiter. Ja, man kann die Zensur bzw. das Löschen, Verstecken, was auch immer von Beiträgen auf Mailinglisten als Zensur und Unfreiheit definieren. Man kann. Ihr kennt den Spruch hier, man kann das tun, dann ist das aber Kacke. Leute, Freiheit, wenn wir irgendjemand eine Plattform bieten, um entsprechend mit uns, über uns zu debattieren, dann geben wir ihm die Möglichkeit oder ihr die Möglichkeit, aber wir müssen uns nicht alles gefallen lassen. Meinungsfreiheit oder das Löschen eines Beitrags hat nichts mit einer Unterdrückung von Meinungsfreiheit zu tun. Das Löschen bzw. Unterdrücken von unangebrachten Beiträgen hat was mit sozialer Pflege zu tun
und hat was mit einer Hausordnung zu tun. Wir akzeptieren das überall sonst auch. Wir akzeptieren das, dass wenn ich zu einem, beispielsweise einer Person draußen auf der Straße, nennen wir ihn mal einen Beamten, vielleicht eine Beamtin der Straßenverkehrsbehörde, die Knöllchen schreibt, wenn ich da hingehe und sage, hey du blöde Kuh, dann akzeptiere ich und weiß ich, dass ich dann da eine entsprechende Beleidigungslage bekomme. Mein Recht auf Meinungsfreiheit wird da nicht beschnitten. Ich muss halt mit den Konsequenzen rechnen. Und genau so müssen wir, denke ich, auch bei Online-Debatten sagen, bis dahin und nicht weiter, weil sonst diese Debatten zerstört werden. Gut, Strukturierung der Threads über Ebenen bzw. auf einzelne Themen, idealerweise innerhalb eines Tools. Ihr habt vorhin das Bild gesehen mit den Mailinglisten, den ungefähr gefühlt 100, die wir haben. Es wäre schön, wenn wir diese Mailing, wenn wir das alles in einem System hätten. Okay. Vor mir twittert's. Gut. Es wäre gut, wenn wir hergehen würden und sagen, wir haben das in einem Tool übersichtlich und jeder kann sich quasi die Themen raussuchen, für die er sich interessiert und muss sich nicht an x Stellen neu anmelden. Dementsprechend würde ich dafür plädieren, dass sowas in einem Tool drin ist. Gut, das zu meiner Anforderungscloud. Jetzt mal Frage an euch, fehlt euch da noch irgendwas? Multithreading. Ein was? Multithreading. Was? Dass ich in der Lage bin, eine Diskussion, okay, wenn ich zum Beispiel an E-Mail-Listen denke. Warte mal, damit die Leute im Stream das vielleicht auch hören. Kriegst du einfach mal das Mikrofon. Ich wünsche mir noch Multithreading. Denk an eine E-Mail-Diskussion und du stellst auf einmal fest, da gibt es noch eine andere E-Mail-Liste, die das genauso betrifft, dass man die Sachen zusammenführen kann und am Ende dieser Diskussion auch wieder auseinanderführen kann. Gut, nehmen wir mal so an. Also, dass man im Prinzip Diskussionen von einer Ebene in eine andere schieben kann und wenn die dann fertig ist, dann wieder eventuell zurückschieben kann. Hat auch was mit Rechten und Rechtestruktur zu tun, meinst du? Ja? Ja, kann durchaus sein, dass man sagt, okay, auf einer Ebene haben alle nur Leserechte und ich schiebe es in eine andere Ebene, damit da Schreibrechte mit drin sind. Ich glaube nicht verschieben. Sondern zuordnen, ja, also zuordnen. Ja. Zuordnen. Ich denke, das ist auch so etwas, was Thomas gerne macht. Wenn auch die Schwabenliste gibt, Frau Lauder, es könnte sich einer die Schwabenliste nicht abonniert haben, gebe ich es auch noch an alle KV-Listen. Und dann beginnt da auf einmal auf drei Ebenen eine Diskussion. Dass man das in dem Fall jetzt auf die Schwabenliste setzt, das aber zum Beispiel in den KVs auch sichtbar ist, eine Antwort dann auch quasi auf allen Ebenen sichtbar ist. Sowas zum Beispiel. Ja gut, das ist genau das Problem, was wir ja jetzt haben, weil wir x Mailinglisten haben. Das heißt, die Leute müssen auch auf x Mailinglisten angemeldet sein. Führt dazu, dass wenn ich natürlich nicht auf der Schwaben-ML angemeldet bin, kriege ich die Information nicht mit. Wenn ich das in einem System habe, kann ich sagen, ich habe eine Ankündigungsgeschichte oder einen Ankündigungsbereich und kann das darüber für alle entsprechend abhandeln. So, und das heißt, wenn da jemand nur in dem System erstmal nur für den KV da ist, dann sieht er das trotzdem, weil das halt der Announce-Thread ist oder der Announce-Bereich ist. Also das würde man ja quasi schon zusammenziehen, indem wir sagen, wir haben ein System und nicht X-System. Okay, ja. Also für den Stream Tags sind gewünscht, also dass man Themen taggen und markieren kann. Wir müssen die Frage der Editierbarkeit von Beiträgen klären im Zuge dieser Definition. Okay, Editierbarkeit von Beiträgen? Das heißt, wir benutzen so gerne Mailinglisten, weil man die bereits verschickte Mail nicht mehr nachher editieren kann. Man kann nicht nachher ändern und dann behaupten, man hätte das nicht gesagt, wie im Forum zum Beispiel, die Editierbarkeit bieten. Okay, dann auch nochmal für den Stream, damit man das hört. Also die Editierbarkeit von Beiträgen muss geklärt sein. Damit halt bei einer Mailingliste feuert man ab und das war's dann. Es kann nicht mehr geändert werden, weil vorhin kann ich ja durchaus vielleicht ändern. Es ist einerseits ein Vorteil bei Mailinglisten, wenn ich es abfeuere und dann nicht mehr ändern kann. Manchmal ist es aber ein verdammter Nachteil.
Ne? Also da muss man abwägen oder halt ein System finden, dass man sagt, ich kann editieren, aber es ist dokumentiert, dass ich editiert habe. Ne? Okay. Ja, Discourse. Das ist jetzt das Tool. Wir haben das parallel quasi aufgesetzt, die Bundes-IT, wir vertreten, hat es jetzt mittlerweile auch auf der Adresse discourse.piratenpartei-bayern.de laufen, eine Testinstanz, eine vorläufige. Ich hatte das ganze Thema jetzt bei mir noch im Vorfeld von der ganzen Veranstaltung bei mir auf dem Server laufen. Ich bin euch voraus mit der Version, aber ansonsten sind es ungefähr die gleichen. Gehen wir mal die Punkte von Discourse durch, was das Ding hat. Also das Ding ist Open Source, GPL, Version 2, habe ich nachgeschaut. Es betreibt zwar eine Firma, beziehungsweise die Hauptentwickler sind in einer Firma zusammengefasst, die finanzieren sich aber ähnlich wie WordPress dadurch, dass sie das Zeug hosten, wenn der Bedarf besteht. Das Ding ist plattformunabhängig, weil wird über den Browser gemacht. Ich brauche keine App. Zum Beispiel auf dem Handy, auf dem Mobile. Ich kann Zitate blockweise den ganzen Beitrag nehmen, und zwar relativ einfach. Ich gehe her, markiere die Stelle, die ich haben will und sage jetzt zitieren. Dann wird mir das Ding in meinen neuen Beitrag eingefügt. Ich kann es auch mehrfach machen. Das heißt, ich kann eine saubere Strukturierung von meinem Beitrag machen. Ich kann Dokumente einbinden. Ich kann Filme, Bilddokumente und was auch immer reinsetzen, die werden direkt angezeigt über so komische Sachen wie HTML5 und so weiter, also ich sage jetzt mal State of the Art. Ein Noise-Threading bzw. Noise-Threading und die Referenzierung auf den ursprünglichen Thread ist möglich, und zwar per Mausklick, juhu. Das heißt, jeder kann neue Threads aufmachen, wenn er der Meinung ist, das Thema müsste nochmal separat behandelt werden. Ich habe eine Live-Ansicht beim Erfassen vom Text. Es hilft vielleicht auch mal, ganz komische E-Mails zu verhindern, die auf den Mailinglisten manchmal landen. Vor allem, ich kann den Text auch so gestalten, dass er auch für die Leute lesbar ist. Hilft vielleicht auch mal bei einer Zusammenstellung von Informationen zum Thema erstmal. Ich meine, wir sprechen ja nicht nur über Debatten, sondern wir müssen ja auch erstmal den Leuten Informationen vermitteln, damit sie sich zum Thema kompetent äußern können. Und da hilft es schon, wenn das keine reine Textwüste ist, ohne Punkt, ohne Strich und ohne Absatz, hilft entsprechend bei der Erfassung. Und wir werden es dann später sehen, es ist auch ganz nett, wenn ich sehe, was kommt denn eigentlich während der Debatte schon mal wieder rein. Das heißt, ich muss nicht, also wenn ich jetzt gerade eine Antwort schreibe und Fritz antwortet schon zu dem Thema genau in dem, also genau mit dem gleichen Tenor, dann kann ich mir auch meine Antwort hin und wieder mal sparen und das Ding zurückziehen, weil ich sehe, welche Antworten parallel zu meiner Texterfassung reinkommen, wenn ich denn das will. So, einzelne Beiträge können zum Wiki umgewandelt werden. Ich kann also sagen, ich erstelle einen Beitrag und da können gleich mal 3 oder 4 Leute dran arbeiten, weil sonst, wenn ich in einem Forum klassischerweise einen Beitrag erstelle, kann nur ich als einzelne Person an dem Beitrag arbeiten. Wenn ich das Ding quasi zum Wiki-Artikel mache, können mehrere Leute, zwar nicht gleichzeitig, aber nacheinander an dem Teil arbeiten, also ähnlich wie im Wiki. Berechtigungsverwaltung erfolgt über Vertrauensebenen. Das heißt, ich kann mir verschiedene Vertrauensstufen einbauen und denen gewähre ich dann entweder Leserechte, Leseschreibrechte oder Leseschreib- und Antwortrechte. Also ich kann da relativ genau differenzieren, wer das Ding hat. Ich kann auch mit einer Modifikation zum Beispiel die BAuth-Authentifizierung da reinbekommen. Also ich weiß nicht, ob wir das rechtzeitig zum Start hinbekommen würden, dass man ein Login-Modul Richtung BAuth hat, aber zur Not kann ich auch eine Excel-Liste oder eine CSV-Liste, was auch immer, in die Datenbank einlesen und sagen, dieser Benutzer hat doch tatsächlich das BAuth-Recht erhalten. Und man kann sagen, ich kann Gruppenrechte aufgrund dieses Merkmals vergeben. Also klassischerweise ist da jeder lesen, aber schreiben dürfen nur BAuth-Zertifizierte. Könnte man sich vorstellen. Wenn man das machen will, ist jetzt wieder eine ganz andere Geschichte. Das bleibt dann mal bei den Betreibern. So. Login-Module, schon beschrieben, gibt es zu Twitter, Facebook, Google und als natürlich ganz normalen Account. Also ich kann mir einen normalen Account anlegen.
Ein Account wird immer angelegt in dem Tool. Es geht aber nur dahin, wer authentifiziert mich dann, wenn ich mich tatsächlich anmelde. Das heißt, sobald ich sage, ich will per Twitter mich da authentifizieren, wird ein Account angelegt und der mit der entsprechenden Twitter-ID verknüpft. Neben klassischen Profilen wie Administration, Moderatoren können auch weitere Vertrauensebenen angelegt werden. Das heißt, wir können das genauer kardinalisieren. Also relativ genau so einstellen, wer welche Rechte oder welche Gruppe welche Rechte haben soll und vor allem in welchem Thread welche Rechte haben soll. So, private Meldungen, Mitteilungen sind möglich. Das ist jetzt kein allzu großes Uhu, aber es ist möglich und zwar in einem Tool. Die Social Media Integration Richtung Twitter, Facebook und Google Plus ist da vorhanden. Wenn da eine andere Integration stattfinden soll, müssten wir die programmieren. Aber ich glaube, die drei sind gerade so, dass man sagt, da sind die meisten Diskutanten vertreten. Benachrichtigungen und Ausblenden ist auf Thread-Ebene einstellbar. Das heißt, ich kann hergehen und sagen, ich beobachte etwas, also einen Thread, dann kriege ich alles, jede Meldung. Ich kann es einstellen, dass ich einerseits nur dann benachrichtigt werde, wenn ich erwähnt werde mit meinem Namen, also ähnlich wie das bei Twitter ist, mit einem Ad-Sign und dann den Namen und den Benutzernamen dahinter. Ich kann aber auch sagen, ich will von diesen ganzen Thread nichts lesen, blende mir den bitte komplett aus. Dann bekomme ich weder eine E-Mail-Benachrichtigung, noch sehe ich den tatsächlich in meiner Übersichtsseite. Das heißt, ich kann mich da komplett rausziehen und die Herrschaften können sich duellieren. Ja, ich kann natürlich einzelne Meldungen als unangebracht melden. Ich kann aber auch einzelne Beiträge mit einem positiven Feedback, also ähnlich wie bei Facebook, mit dem I-Like-Button versehen. Abhängig davon sortiert sich auch die Reihenfolge von den Beiträgen dann in der Übersichtsseite. Und ich habe Themenkategorien in einem Tool statt X-Mailing-Listen. Das heißt, ich kann mir meine Kategorien aufbauen, dass ich sage, ich habe eine Kategorie Bezirk Schwaben. In diesem Bezirk Schwaben habe ich dann entweder eine politische Ausrichtung, dass ich sage, mach das auf KV-Ebene als nächste Gruppe, oder ich sage, wir lassen es mit der KV-Ebene, weil es interessiert, KV-seitig läuft so wenig auf den Mailinglisten, sondern wir machen das themenbezogen. Oder man macht eine entsprechende Mischung. Da sollte sich dann der Vorstand bzw. die Projektgruppe, die dann das Ding, falls wir das wollen, die sollte sich das halt überlegen, wie man das strukturieren will. Und ob wir wirklich noch jede Mailingliste, die wir so in der großen, weiten IT-Welt haben, auch tatsächlich abbilden müssen. Einfach mal schauen, läuft da überhaupt noch Mailverkehr drüber über die Teile. Gut, ja, jetzt kommt die Demo-Zeit. Ich zeige euch jetzt mal das Ding, wie das live aussieht. Es war noch, bei der letzten Vorstandssitzung war eine große Frage, ich glaube von Willi offen. Da ging es darum, kann man das Ding so abschotten, dass es nicht von Google gescannt wird. In der Version 1.1, das ist noch eine Beta, ist es standardmäßig schon so eingestellt, ich weiß nicht, ich müsste in den Release Notes nachschauen, ob es in 1.0 auch ist, ist es auf jeden Fall so eingestellt, dass die persönlichen Profile per Default nicht von Google gescannt werden können. Was man auf jeden Fall einstellen kann, ist, dass man gesamte Plattform rausnimmt aus der Indizierung bzw. Teile davon. Standard ist, alles erstmal rauszunehmen. Ich kann aber über die Robot.txt natürlich sagen, einzelne Bereiche wären zulässig. Das macht halt dann einfach mehr Arbeit. Aber ich glaube, unser Sync-Forum ist jetzt aktuell so, dass nichts gecheckt wird, oder? Wisst ihr das? Was das jemand? Mit Anmeldung lesbar. Bitte? Ist nur mit Anmeldung lesbar. Nur mit Anmeldung lesbar. Echt? Ja. Ja? Okay. Ja. Gut. Das ist jetzt sogar unabhängig davon, ich kann natürlich hergehen und sagen, du musst dich anmelden. Dann hast du erst überhaupt Leserechte auf alle Kategorien. Ich kann natürlich auch hergehen und sagen, okay, ich will Google und andere Suchmaschinen einfach raushalten, weil das Ding hat selber eine eigene Indizierung. Insofern, ich brauche Papa Google nicht dafür und Mutter Bing auch nicht, um da drin was zu finden. Das ist nicht so unbedingt wie das Wiki. Gut. Dann schauen wir uns mal ein, zwei Seiten an, was es heißt, eine soziale Kontrolle zu haben. Vielleicht dazu noch ein Thema. Ich
Ich bin kein Freund davon, dass man ein Tool einführt, das idealerweise dann auch Menschen tatsächlich verwenden und wir dann Heerscharen an Administratoren tatsächlich einstellen müssen, um entsprechende Moderationsbeiträge freizuschalten, zu verstecken, was auch immer. Ich glaube, die Entwickler von dem Tool, denen geht es ähnlich, weil lieber diskutiere ich an einem Thema, als tatsächlich Beiträge, einzelne Beiträge zu moderieren. Ich weiß, es ist manchmal nötig, aber in der Regel sollte es die Community selber machen. In Discourse wird es im Prinzip so gemacht, dass es Schwellwerte gibt, ab wann ein Beitrag tatsächlich auch für alle anderen ausgeblendet werden. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und irgendjemand geht her und greift jemand unsachlich an und tatsächlich wirklich unsachlich, ich spreche nicht von einer anderen Meinung, sondern unsachlich, dann kann ich das entsprechend melden. Wenn drei solche Meldungen von unterschiedlichen Diskutanten eingetroffen sind, wird dieser Artikel automatisch für alle anderen auch ausgeblendet. Antworten an diesen Artikel werden auch nicht mehr weitergesendet per Mail und so weiter. Gleichzeitig aber bekommt der Mensch, der diesen Artikel verfasst hat, also der beanstandet worden ist, automatisch eine Mail: Hey, das sind Leute, die fühlen sich von diesem Beitrag, wie auch immer, angegriffen. Ende den doch bitte. Mai, wir kennen das alle, es ist abends, vielleicht hat man sich auch mal das eine oder andere berauschende Mittel in den Kopf geschossen und man ist eh gerade schlecht drauf und man schreibt halt vielleicht einen Beitrag, der tatsächlich unangemessen war und zu dem Zeitpunkt zwar seine Meinung ausgedrückt hat, aber am nächsten Tag würde man den gerne rausnehmen. Dann kann man das tatsächlich mit dem Tool tun. Wenn man das tatsächlich dann auch tut, dann wird dieser Beitrag, also in diesem Beitrag dann entsprechend abändert, dann wird dieser Beitrag tatsächlich auch wieder den Leuten automatisch eingeblendet, ohne dass irgendein Moderator eingreifen muss. Erst wenn dieser Beitrag dann wieder als unangemessen markiert wird, dann verschwindet er dauerhaft und dann muss ein Moderator tatsächlich auch dran und das Ding bewerten. Klar, irgendwann muss ein Mensch hinschauen, ob das jetzt eine politisch motivierte Trollaktion ist, dass man sagt, okay, ich akzeptiere einfach nur eine andere Meinung nicht, oder ist es tatsächlich ein Beitrag, der gegen die Richtlinie verstößt. So funktioniert es bei dem Tool, das heißt, die Community kriegt eine höhere Maß an Verantwortung, sie muss sie halt umsetzen. Ob sie das dann tut oder nicht, das kann kein Tool der Welt dann tatsächlich regeln. Das können nur wir, und wenn wir uns wie einigermaßen soziale, humane Wesen aufführen, dann funktionieren auch Online-Debatten, und zwar so, dass niemand entrüstet den Raum verlassen muss. Gut, dann zeige ich euch mal noch ein bisschen, wie das Ding funktioniert für die Leute, die es noch nicht gesehen haben online. Und dann würde ich sagen, Fragerunde, Diskussion. Alles klar? Welches Netz ist denn hier frei? Haben wir hier ein Netz? Wir haben hier kein Internet? Das 1&1 Mobile WLAN. Worüber geht nicht gescheit? Nee. Geht nicht gescheit? Nee. Ich kriege jetzt auch gar nicht so. Warte mal 10 Minuten. Ja, aber offline. Ja, da gibt's einfach so weiter vorbringen. Bitte? Thank you.
sollte mit, also eigentlich geht es nicht sehr. Okay, hier wir haben. Gut. Wir sehen hier den Einstieg von dem. Damit versucht doch das mal. Ah, jetzt. Schau an. Wir haben einen Ton. Okay. Die Sache mit dem Knopf, genau. Also Diskurs, stört euch mal, das ist jetzt das Standard-Layout, das lässt sich wunderbar anpassen, auch an unser Orange, das war auch so eine Anforderung, beziehungsweise mit unserem Logo zu versehen, funktioniert, ohne dass man jetzt groß in den Code eingreifen muss. Aber das ist jetzt nur als Nebensache. Ich habe hier die. Damit kannst du ein bisschen größer machen. Also zu groß. So besser? Ja. So, ich habe hier meine Kategorien, an denen ich tatsächlich teilnehme. Diskurs gliedert die Diskussionen in Form von Kategorien. Ich kann Hauptkategorien haben, ich kann Unterkategorien haben. Auf jeden Fall, es ist in einer Kategorie zusammengefasst, beziehungsweise Kategorien zusammengefasst. Also ähnlich, wir könnten unsere Mailinglisten in Form von Kategorien beispielsweise abbilden. Beziehungsweise wir können da auch dann entsprechend Hierarchien aufbauen, dass man sagt, ich habe eine Kategorie für Schwaben und unter der Kategorie für Schwaben habe ich dann entsprechend meine Announces beziehungsweise Debatten. Also wir können ja auch eine Kategorie Schwabenplenum machen und dann darum der Diskussion zusammenfassen oder auch Informationen. Also diese Plattform eignet sich also nicht nur dafür, dass ich hergehe und sage, wir führen Online-Debatten, sondern ich kann tatsächlich auch Informationen zentralisiert ablegen und dann zu diesen Informationen entsprechend verlinken beziehungsweise auch tatsächlich über diese Informationen Debatten führen. Ich habe das hier beispielsweise hinterlegt, Informationstest zum Thema X, sprich meine Kategorie Informationen und darunter habe ich dann unser TTIP-Video abgelegt. Und das Schöne an der Sache ist, nachdem das doch relativ HTML5 kompatibel ist, ich kann da die Informationen auch vernünftig aufbereitet hinterlegen. Und man hat diese Informationen auch gleichzeitig in einem Debattentool. Das heißt, ich muss nicht wieder sagen, ich gehe ins Wiki oder gehe auf eine Webseite X oder gehe am besten Fall nur bei Facebook, bei Twitter oder wo auch immer wir unsere Diskussion zusammenziehen, sondern ich kann sagen, die Leute, die Debatten eröffnen, können diese Information erstmal zusammentragen an einer Stelle und jeder kann sich dann auf den gleichen Stand bringen. So, ich nehme jetzt einfach mal diesen Beitrag als Beispiel, um die Funktion ein bisschen vorzustellen. Ich habe hier tatsächlich dieses ominöse Tool, wo ich entsprechend Beiträge melden kann. Entschuldigung, das ist das Lesezeichen. Genau, ich kann diesen Beitrag den Moderatoren melden und es gibt voreingestellt einfach diverse Optionen, die man halt eben aus den einzelnen Foren kennt. Und die werden tatsächlich dann hinten im Backend zusammengefasst und sagen, irgendwann werden sie dann entsprechend nicht angezeigt, wenn der Schwellwert erreicht ist. Ich kann auch sagen, bei Werbung, dass generell der Schwellwert ist, glaube ich, jetzt bei mir bei 3 eingestellt. Das heißt, wenn 3 Leute sagen, hier, von dir kommt tatsächlich 3-mal Werbung hintereinander, dann wird natürlich die Werbung ausgeblendet. Aber ich will ja auch erreichen, dass du in Zukunft mir das Ding zuspammst, dann wird auch gleichzeitig der User blockiert, wenn ich denn das so haben will. Kann man so machen. Ich würde das beim ersten relativ hohen Schwellwert ansetzen. Ja, genau. Ich würde es tatsächlich beim relativ hohen Schwellwert erst machen, weil das tatsächlich auch so sein kann, dass hin und wieder mal das Ding
oder nicht jede Information ist Spam, und wenn man User blockiert, ist es schon eine recht harsche Methode. Aber ich kann tatsächlich, wenn ich jemanden als Spammer identifiziert habe oder wenn tatsächlich so ist, dass ich glaube, Yahoo war letztens wieder sehr beliebt mit Spam versenden, weil sehr viele Accounts geknackt worden sind. Es hilft ja einem nicht mehr, wenn danach die User hergehen und diesen Account dann wieder sicher machen. Aber das Adressbuch ist schon abgezogen. Die Debatte hatten wir ja, glaube ich, auch auf der Schwaben-ML. Dann kann man hergehen, okay, dann muss sich der User halt eben mit einem neuen Account oder einer neuen E-Mail-Adresse anmelden, und ich kann diese E-Mail-Adresse dann sperren, dass es nicht immer wieder zu neuen E-Mails für was auch immer, Aktien, Penispumpen, Viagra und so weiter kommt. Die wollen wir ja alle nicht auf Mailinglisten haben, die kosten nur Zeit, sie zu lesen. Gut, das sind die Meldefunktionen. Ich kann den Artikel natürlich verlinken. Ich kriege einen Kurzlink dafür. Ich kann das ganze Ding über soziale Medien durch die Gegend pusten. Ich kann auch hergehen und sagen, mach mir bitte ein Wiki erstellen. Das war's. Damit ist der Artikel als Wiki gekennzeichnet, und jetzt können den tatsächlich Berechtigte, also die Menschen, die in dieser Kategorie die Nutzerrechte haben, Änderungsrechte haben, gemeinsam entsprechend bearbeiten. Kann ich das selbst definieren? Nein, das läuft nur über Kategorien. Also. Du kannst dich erstmal nicht selber verwalten, und jedenfalls habe ich noch keine Möglichkeit dazu gefunden. Nein. Gut, der Rest, wie läuft diese Live-Mitteilung bzw. dieses Live-Editing? Ich gehe jetzt auf Antworten und kann dann entsprechend einen Text hinterlegen. Das ist wunderbar, das ist ein wunderschöner Beispieltest. Ich mache jetzt mal nicht den berühmten Hello World. Was ich euch damit nur zeigen will, ist, ich habe hier die Live-Ansicht, wie sie ausschaut. Wunderbar. So, jetzt muss ich da nur noch ein paar Zeilen Text hinzufügen, weil ich will ja noch zitieren. So, dann antworte ich mal da drauf. Dann erscheint dieser Text. So, und wenn ich das Ding jetzt hier entsprechend zitieren will, markiere ich mir die Stelle, die ich haben will, und sage als Antwort zitieren, und dann geht mir das Fenster automatisch unten auf. Ich muss jetzt nicht mehr irgendwelchen, BHTML-Code einfügen, sondern es ist relativ user-friendly, und ich kann darunter entsprechend meinen Text wieder drunter setzen. Und wenn ich noch eine zweite Zeile zitieren will, dann hole ich mir die entsprechend genauso rein und kann so quasi meinen Beitrag weiter editieren. Das ist die Editierfunktion. Gut, ich denke, wie man einen neuen Textbeitrag erstellt, muss ich euch, glaube ich, nicht zeigen. Das kann, glaube ich, jeder relativ intuitiv. Was man machen kann, ist, also man kann natürlich vielleicht noch eine entsprechende Datei hochladen, entweder aus dem Web oder von meinem Gerät direkt, von dem Gerät, das war nur für die KD. Ich habe jetzt festgelegt, welche Dateien zulässig sind. Das ist aber jede andere Datei, die ich als Administrator festlege, auch entsprechend prüfbar. Das heißt, wir können uns auch darauf einigen, zu sagen, okay, wir brauchen noch ein paar Formate mehr. Alles andere fällt dann entsprechend weg. Wenn diese Datei tatsächlich über HTML tatsächlich auch anzeigbar ist, also Video, Bild, dann wird sie auch dann zur Laufzeit angezeigt. Sehen wir ja hier, indem das TTIP-Video direkt eingefügt ist. Jo, das zum Thema Diskurs. Habt ihr Fragen? Die erste Frage hätte ich gleich selber gestellt, aber ja, passt schon. Vielleicht ist das auch eine Frage. Ich sehe, was mich bei vielen Foren eigentlich maximal stört, da sind wieder kleine Bildchen eingeblendet, und das wird dann auch weitergebracht. Das Bild vom User ist zwar nett und schön, aber kann man das auch abstellen selbst?
weil mich das immer maximal stört, wenn ich solche Sachen lese, dass da immer so ein Haufen buntes Geflacker mit zwischendrin ist. So, also ich kann natürlich mein Bild entsprechend ändern, ich kann es nämlich rausschmeißen. Ich meine, ich kenne das Relativ, das kommt, das zieht. Du musst ja der andere nicht sehen. Das ist, dass ich als andere. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Sieht nicht so aus, nein. Also ich müsste mal nachschauen in den Tiefen, ob man tatsächlich diese Avatare überhaupt darstellen muss. Es geht ja hauptsächlich um die Avatare. Ja. Man könnte ja selbst einfach, man kann doch sicherlich Templates auswählen, oder? Dann macht man einfach ein zusätzliches Template, wo es nicht angezeigt wird. Achso, das ist Template abändert. Ja, könnte man natürlich machen, wenn man das dann abändern will, das Template soweit. Das Bandbreite. Wenn ihr es auf dem Handy anschaut, dann muss da diese Megabytes an Bildern und dann ist es auf dem Handy sitzt da, hast du ein weirdes Template. Und da sind die Bilder dann entsprechend noch kleiner. Also ich denke, diese Bandbreite spielt dann keine Rolle mehr. Aber lass mich mal schauen. Den hier? Können wir gerne mal schauen, ob man das über das Template auch anders machen kann. Das funktioniert auf allen Browsern, auf allen gängigen modernen Browsern, die sich an die Vorgaben von HTML5 halten. Ja. Also sprich Firefox. Ich habe auch ältere Rechner, wo auch ältere drin sind, da möchte ich zumindest die Basisinformationen sehen können. Ich will nicht alles sehen können, aber zumindest die Texte, reine nur Textdarstellung wäre ganz nützlich, weil ich bin ein Freund von älteren Betriebssystemen, weil mir da Sachen nicht abgenommen werden, die bei neuen abgenommen werden. Und in der Werkstatt zum Beispiel ist eben ein uraltes Teil und das hat seinen Grund, warum das dort steht. Das hat nur ab und zu mal Internetverbindung, aber ab und zu will ich da vielleicht mal drauf gucken, weil ich gerade da in der Werkstatt bin. Da würde ich es schön finden, wenn man es eben auch auf etwas älteren Teil noch einigermaßen sichtbar kriegt. Also nicht alle Funktionen, Ding, aber zumindest also die Basis. Kannst du gerne ausprobieren, wenn du in der Werkstatt bist, der Server ist weiter oben. Das Problem ist, die meisten schöneren Funktionen, wie die Zitierfunktion, die Live-Vorsicht, Vorschau und so weiter, basiert darauf, dass permanent der DOM-Baum bearbeitet wird, also sprich JavaScript im Einsatz ist. Und wenn das Ding kein JavaScript kann, dann wird es bitter. Das kann. Und wenn die Sicherheitsfunktionen beim Browser recht hochgeschraubt sind, gibt es da Probleme? Das habe ich das häufigsten bei Seiten von Campbell und so weiter. Wenn da bestimmte Sachen ausgeschaltet sind bei mir, dann kann ich dort fast keine Seite anzeigen. Ja, dann musst du halt ein zweites Profil anlegen, wenn das der Fall sein sollte. Das nervt aber. Ja. Die Wolpertinger, ich weiß, die sind sehr beliebt hier in Bayern, aber auch die sind nicht überall möglich. Vielleicht noch eine kurze Antwort auf die Frage nach den Browsern. Ich habe, nachdem der David das erste Mal über Mailinglisten vorgeschlagen hat, ich glaube auf Vorstandsebene war das, bin ich mal über Smartphone reingegangen und bekam die Meldung, dein Browser ist veraltet. Das war also die gesamte Ansicht des Tools. Es geht also bei älteren nichts, da ist nicht mal mehr irgendeine Default-Anzeige, zumindest war sie nicht eingestellt, wenn es es gibt.
Fangen wir mal mit zwei Fragen an. Ganz kurz, was war denn das für ein Browser? Müsste ich lügen. Das Ding, was du, wenn du beim Handy auf den Link klickst, gerade aufspringt. Ich weiß es nicht. Okay. Fangen wir mal mit den Fragen an. Gibt es Quotas für die Medien? Ja. Also ganz genau sagen, maximal 20 MB oder weißt du Teufel was? Ja, gibt's. Lass kurz und brauchst. Also es gibt nicht zeigen. Gibt's irgendwo. Gibt es die Möglichkeit, anonym zu posten? Ja, also das ist die Frage, willst du es zulassen? Also du kannst, du musst dich anmelden. Ne? Ist die Frage, ob du dich wie du dich, wenn du dich anmeldest, dann wird zumindest deine E-Mail-Adresse gespeichert. Damit du also wird ein Aktivierungslink geschickt und dieser muss bestätigt werden. Was dann da drin steht, ob da jetzt dein Real-Name drin steht, ob da irgendein Nickname drin steht, das kannst du selber festlegen. Mhm. Was wir dann natürlich machen können, ist zu sagen, okay, es gibt Bereiche, da kann man auch relativ anonym posten mit einem Pseudonym. Da darf jeder im Prinzip reingehen und dann gibt es eine Kategorie, da darf halt dann nur jemand posten, der verifiziert ist beispielsweise. Okay, oder aber der du hast schon, auf jeden Fall eine Zwangsregistrierung, du musst dich irgendwie genau, anmelden. Genau, okay. Richtig. Kannst du mal noch ein bisschen was zur Berechtigung bzw. zur Berechtigungsstruktur zeigen? Okay, ja, kann ich. So, die Berechtigungen beziehen sich auf die einzelnen Gruppen erstmal. Ich habe eine Gruppe Jeder, ich habe eine Gruppe also Mitarbeiter, es kommt aus dem Standard, ich habe eine Gruppe Moderatoren und dann habe ich verschiedene Trust Levels beziehungsweise Vertrauensstufen. Diese Gruppen kann ich wiederum den einzelnen Kategorien zuordnen. Sprich, wenn ich jetzt hergehe, oder schauen wir uns das in der Administrationsebene an. Ich kann jeden User, nehmen wir mal diesen hier, ich kann jedem dieser User die Gruppe zuordnen, in der er sich befindet. Ich kann auch sagen, du bist in mehreren Gruppen. Ne? Das heißt, die können auch parallel laufen. Müssen jetzt keine aufeinander aufbauenden Trust Levels sein. Hier drin werden die Trust Levels automatisch vergeben, erstmal abhängig davon, wie viele Beiträge ein Benutzer und so weiter schreibt. Und man kann da sehr wohl noch Parallelgruppen dazu aufbauen. Sind die vererbbar? Also sprich, du hast jetzt zum Beispiel Trust Level 4, dann hast du automatisch 0, 1, 2, 3? Im Ho, ja. Oder? Ja. Ja. Also bei den normalen Trust Leveln ja. Bei den normalen Gruppenleveln natürlich nicht, weil ich habe keine Untergruppen, keine Gruppe-Untergruppe-Funktion. Aber bei den Standardgruppen meines Wissens nach ja. Beziehungsweise der Automatismus geht her und fügt einfach diese weitere Gruppe hinzu. Ja. So, und wenn ich jetzt also diese Rechte vergeben habe, kann ich hergehen und sagen, wo sind denn meine Kategorien? So, und ich kann die Kategorien entsprechend bearbeiten, wenn ich denn die Rechte dafür habe. Ach ja, wo war jetzt der Mist wieder? So, und ich kann jetzt sagen, hier Sicherheit. Ich kann hier einstellen, welche Gruppe was da drin machen kann. Das heißt, ich kann sagen, innerhalb der Kategorie Schwaben dürfen jetzt zum Beispiel nur die Menschen mit der Vertrauensstufe 4 Beiträge erstellen, antworten und anschauen. Und ich nehme das ganze Ding hier Everyone weg und sage, Everyone darf zum Beispiel nur anschauen. Und damit habe ich die Berechtigung für diese Kategorie festgelegt. Diese Berechtigung müsste auch für alle Unterkategorien ziehen. Ne? Also so kann ich auch im Prinzip auch halbgeschlossene Arbeitskategorien klassischerweise machen, muss es sich von der SG-Bildung, die würde entsprechend dann einen
eine Kategorie Bildung bekommen und da hätten die Mitglieder entsprechend Schreibleserechte und alle anderen nur Leserechte. Oder wenn ihr dann sagt, nee, wir wollen jetzt wirklich eine Arbeitsebene haben, dann hat man dann entsprechend da noch eine Unterkategorie drin, wo man drin arbeiten kann und wo auch von außen die Inhalte erstmal nicht sichtbar sind, einfach um da in Ruhe arbeiten zu können. Ich kann aber jeden Thread dann durch Umändern der Kategorie dann wieder öffentlich machen. Aber ich habe jetzt keinen Level, wo ich dann selber zum Beispiel die Sicherheit einstellen kann. Wenn du Moderator, also wenn du jetzt der Moderator von der SG Dingenskirchenbildung wärst, dann dürftest du das. Du siehst ja, ich darf das ja. Okay. Dann hätte ich noch zwei Feature-Requests bzw. Wünsche. Mir wäre viel lieber eine Anbindung ans Piratenpad zum Beispiel, dass du wirklich tatsächlich gleichzeitig jetzt an was arbeiten kannst, wie jetzt zum Beispiel an einem Wiki-Beitrag. Das wäre der eine Feature-Request. Und das andere wäre nicht nur ein Like, sondern auch ein Dislike. So ähnlich wie im Heise-Forum, also ich sage jetzt das böse Wort, dass du einfach siehst, so grüner oder roter Balken, dass du gleich siehst, okay, das ist jetzt zum Beispiel ein super Thread, da muss ich reinschauen, oder der ist halt wirklich von Anfang an gleich rot, kannst du sparen. Mhm. Und dann hätte ich noch das Letzte. Wenn das Ganze mal Mailinglisten ablösen soll, also ich sehe das jetzt einfach mal als Vorreiter, als ein Tool, wo wir dann federführend mal sind, dass wir keine Mailinglisten mehr haben, sondern eben ein Tool, wo alles drin ist, dann hätte ich schon die Riesenbitte, dann tatsächlich auch mal dann andere Tools abzuschalten und nicht nur ein neues Tool hinzu. Weil wir hatten mal Liquid Feedback, dann hatten wir LV-Instanz und dann hat man noch quasi eine Eigenentwicklung und die haben wir alle drei parallel immer wieder betrieben. Und nie hat jemand gesagt, doch, wir einigen uns jetzt auf ein Tool. Also ich kann das ja nicht entscheiden, das können nur die Mitglieder entscheiden, beziehungsweise jetzt hier in Schwaben der Bezirksvorstand. Wenn ihr Mailinglisten aufgeben wollt, wird sich, glaube ich, die Bayern-IT nicht dagegen wehren, dass sie einige von diesen Mailinglisten auch wieder wegnehmen kann. Und unser gemeinsamer Vorschlag war ja zu sagen, wir behalten die Schwaben-ML für die fürs Announcement wirklich rein, wir haben jetzt irgendwas, aber ich kann das Ganze parallel ja auch so machen. Das heißt, ich kann sagen, vor allem für das Announcement, also vielleicht einen Schritt zurück, ich kann per E-Mail auch ein Thread starten. Das funktioniert. Ich kann sogar sagen, eine bestimmte Kategorie hat eine bestimmte E-Mail-Adresse und ich kann da direkt hinmailen. So, das heißt, ich kann eine Mail sowohl an die Mailingliste Schwaben als Announcement bringen und dieses Announcement gleichzeitig auch in dieses Tool mit einer Mail verschicken. Und die Diskussion oder was auch immer dazu findet dann wieder in dem Tool statt. Das lässt sich ja auch in der Mail entsprechend gut verlinken. Das geht dann wieder mit der Berechtigung jeder, oder? Nein, nicht jeder, aber also wenn ich eine Kategorie Announcement zum Beispiel habe, dann würde ich sagen, da hat der Rechte der Vorstand beispielsweise, also wenn es wirklich eine Vorstandsliste ist oder was auch immer, und die dürfen, also die schicken dann eine Mail hin und die wird dann entsprechend als Thread eröffnet, weil sie das Recht haben zu schreiben. Wenn sie das Recht nicht haben, weiß gar nicht, was mit der E-Mail dann passiert, ich glaube, die wird einfach weggeschmissen. Mein Plan B ist, wir beglücken alle Mitglieder in Schwaben mit der Zwangsmitgliedschaft und die kriegen halt dann, wir schalten alle Mailinglisten ab und die kriegen dann entsprechende E-Mails. Ich glaube aber nicht, dass das dann so gewünscht ist. Ganz was Einfaches, Zeitplan. Wann kommt es? Morgen, gestern, in 10 Jahren? Und wenn, nur schwabenweit, nur europaweit, also wir oder gleich weltweit, wir können, Weltherrschaft, wie machen also, wenn wir die Welt, also wenn wir die Weltherrschaft haben, also im Zeitplan so in den nächsten 1-2 Wochen, nein, also bayernweit haben wir das Ding schon mal. Jetzt wird es bayernweit getestet. Ich fände es gut, wenn wir in Schwaben als Bezirk
damit starten würden, damit wir auch eine Pilotfunktion hätten. Wir sind ja ein bisschen moderner eingestellt hier in Schwaben. Nein, das ist an der letzten Landesvorstandssitzung offiziell von der Bayern IT verkündet worden, dass das Ding jetzt da ist und getestet werden kann. So viele Mitglieder, die die Vorstandssitzungen des LVs mitkriegen. Ja, man könnte das ja auch lesen. An die Protokolle nachlesen. Also okay, ich denke, wir können... Stopp. Also wir können den Test... Genau, richtig. In Schwaben brauche ich erstmal natürlich, deswegen führen wir die Diskussion hier und stellen das Ding hier erstmal offline vor. Am Ende des Tages müssen das die Piraten in Schwaben sagen, ja, wir wollen das oder nein, wir wollen das nicht. Ideal wäre dafür der 1.11., nämlich das ist der Bezirksparteitag, dass man da einen Antrag stellt, wir stellen das Ding jetzt in Schwaben so um. Wollt ihr das haben? Ja, nein, weil dafür haben wir Parteitage. Aber wir nutzen dann schon die LV-Instanz. Ja, natürlich. Also es war nie der Plan, dass es bei mir läuft, sondern wir kriegen dann erstmal, denke ich, eine eigene Instanz, unabhängig von der Bayern IT, von der Bayern-Instanz. Oder wir hängen uns damit in den Kategorien entsprechend mit dran, aber das können wir hier direkt vor Ort klären. Ich habe eine ganz simple Frage. Es werden ja Beiträge, kann man melden. Ne? Und bei drei, wenn ich jetzt das einstelle als Administrator, drei Meldungen, dann ist der Beitrag futt. Kann ich das irgendwo sehen, wenn einer schon zwei Meldungen hat? Du, als Administrator kannst du es sehen, ja. Du kriegst für jede Meldung, auch das kann man einstellen, für jede Meldung kriegen die Moderatoren entsprechend, hallo, da ist einer gefleckt worden. Aus unterschiedlichen Gründen. Also wie ihr seht, hier haben wir fünf verschiedene, ich kann auch hergehen und sagen, hier bei dem Beitrag Ralf Oth erstmal direkt ansprechen. No? Man kann ja auch mal Missverständnisse ohne andere und ohne sozialen Druck mal ausräumen. Also wenn mich jetzt der Ralf hier irgendwie angemacht hätte, was er nicht hat, aber gesetzt im Fall, es wäre so, dann könnte ich natürlich hergehen und sagen, hier, das und das sehe ich anders oder das und das passt mir nicht, kannst du das bitte ändern? Manchmal hilft das direkte Gespräch tatsächlich auch. Darf ich nur mal kurz nachhaken? Wer bekommt jetzt tatsächlich dann die Mail? Kriegt es die Admins oder die Moderatoren? Die Moderatoren. Ja. Die Admins administrieren ja auch nur. Also in der Doku bzw. in der Einstellung heißt, wird explizit von Moderatoren gesprochen, nicht von Administratoren. Ja, vielleicht noch kurz zu wissen auch, wir überlegen auf der Vorstandsebene auch schon länger, dass wir aus den Lehren der Mailinglisten der vergangenen Jahre lernen, haben da die eine oder andere Überlegung gemacht mit geschlossenen Mailinglisten. Parallel kam dann eben David mit diesem Tool auf uns zu. Wir sind da also schon relativ weit auf Schwabenebene, was zu ändern. Das hatten wir auch schon mal in einer Mumble-Sitzung diskutiert, dieses Tool. Daraus entstand der Vorschlag, das doch jetzt mal hier gemeinsam auch zu sehen und nicht bloß drüber zu hören. Und in der Tat wäre das eine Sache, wo man sagen könnte, zum 1.11. drüber entscheiden und dann zu schauen, zum Jahreswechsel, so wie wir das wollen, das dann auch einzuführen. Eine Frage hätte ich noch, wenn ich gerade schon das Mikrofon habe. Aus Foren weiß man, dass es unterschiedliche Ansichten gibt. Es gibt so diese klassischen modernen, wo alle Beiträge chronologisch untereinander sind. Es gibt etwas ältere Geschichten mit sogenannten Baumansichten, wo ich auch direkter sehe, wer auf wen geantwortet hat. Welche Varianten gibt es hier? Kann ich mir da selbst was einstellen? Jein. Discourse geht davon aus, dass also geht weg von der Einstellung von 1 bis 10, also von den klassischen Seitenanzeigen, sondern hat eben über JavaScript eine fortlaufende Anzeige der Beiträge. Das heißt, du springst immer zum Neuesten und kannst dich dann innerhalb dem Ding navigieren. Ich suche mal nur eins, wo wir ein bisschen mehr hatten. Also wie ihr seht, ich habe hier zwei Fenster. Also, hier wäre noch der Text von dem alten Thema. Ich kann also den Text schreiben und gleichzeitig in dem Diskurs navigieren. Das heißt, wenn ich irgendwo Informationen anderswo herziehen kann, kann ich trotzdem hin navigieren und mein Textfenster bleibt weiterhin offen.
Also das heißt, ich kann tatsächlich auch mal Informationen in dem Fenster aus anderen Quellen rausziehen. So, aber die Ansicht hier ist tatsächlich nacheinander. Und immer wenn ich unten angekommen bin, scrollt das Ding automatisch weiter und zeigt mir hier die Anzahl der Beiträge an. Ich kann mich hier über dieses Fensterchen hin und her navigieren innerhalb von dem Teil. Ja, ich wollte nur an der Sache nur mal kurz betonen, wir haben natürlich im Vorstand nicht überlegt, das per Otto den Vorstand zu machen, sondern es war immer irgendwie die Absicht, das dann auf einem geeigneten Forum auch von den Mitgliedern entscheiden zu lassen, ob wir das so wollen oder nicht. Und von den nicht geschlossenen, sondern geschützten Mailinglisten sind wir jetzt in der Diskussion auch schon weg, weil das ist eindeutig besser. So, und ich kann natürlich mir auch meine Sortierreihenfolgen festlegen. Also wenn ich sage, ich bin innerhalb einer Kategorie, also wie jetzt hier in der Ansicht, kann ich hier gehen und sagen, sortiere mir es entweder nach Beiträgen, nach Aktivität, nach Aufrufen. Aktivität ist in dem Fall das Datum halt, ne? Also wann ist die letzte tatsächlich eingefügt worden, beziehungsweise sortiere mir das doch bitte nach Anzahl der Nutzer. Gerade noch dazu, weil ja da Gesamtbefreit sozusagen geladen wird, was ich prinzipiell gut finde, sehe ich bloß, wenn Videos und sowas eingebunden sind, ein Problem, lädt er dann das Ganze auf einmal oder nur das, was gerade angezeigt wird? Weil sonst kann das bei langen Frets mit einer minutenlangen Ladezeiten sein. Nein, es wird nie bei HTML5 wird nie ein Video geladen, sondern es wird immer nur das Stadtbild geladen. Und das Video wird erst dann geladen, wenn du innerhalb von dem Frame drauf gehst und sagst, jetzt laden. Also auch selbst wenn da 20, 30 Videos drin sind, sonst würdest du ja beispielsweise bei YouTube ja Ladezeiten von Jahren haben. Ja, ich habe das Problem, gibt der Anfangsforum, das fast rein textbasiert ist. Dort sind Freds drin, die haben über 10.000 Einträge mitunter mittlerweile und die sind natürlich auf Seiten aufgeteilt. Das könnte ja hier bei sowas theoretisch auch passieren, dass da mehrere hundert Einträge sind und die müssten alle geladen werden. Das wäre dann auch ziemlich viel. Deswegen daheim meine Frage, nicht nur aufs Video. Nein, es sind 20 Beiträge geladen. Das lässt sich aber im Admin-Menü einstellen, also wie viele gleichzeitig geladen werden. Und erst wenn du den untersten oder obersten erreicht hast, dann wird über jQuery nachgeladen. Gibt es auch eine verkürzte Ansicht? Weil es gibt Typen, die schreiben Romane in einen einzigen Thread rein. Ne? Und dann bis ich die passt dann nicht auf die Seite drauf. Ne? Das ist ja schon, was ich da sehe, das ist schon fast ein halbes Buch. Ne? Kann man das verkürzt darstellen, dass ich nur die ersten drei Zeilen sehe und dann, wenn es mich interessiert, dann mache ich es auf und lese es. Oder muss ich da jetzt mal 10 Seiten vorblättern, bis ich merke, wann ist denn der Text eigentlich zu Ende? Ich glaube nicht, nein, es gibt keine verkürzte Ansicht. Die maximale Wörterzahl oder sowas begrenzen. Nochmal zum Verständnis. Nur nochmal zum Verständnis. Es gibt nicht diese klassische Thread-Anzeige, wo ich sage, in der Übersicht, nein. Mai auf. Nein. Mir ist das vorhin schon aufgefallen, wenn du auf der Startseite bist, werden ja die Benutzer angezeigt. Ja. Haben die bestimmte Bedeutungen, A, R, S, H? Ja, das ist der erste Buchstabe des Benutzernamens. Okay, und wenn da jetzt zum Beispiel wirklich 50 Benutzer, dann werden die 50 Benutzer jetzt zum Beispiel das Bild angezeigt, oder? Ich gehe mal davon aus, ja. Okay. Ich hatte noch keine 50 Benutzer da drin. Das können wir ändern. Also um sich das Ding mal mit ein bisschen mehr Nutzern anzuschauen. Also ich habe gedacht, für Texte, die dazu geeignet sind, Menschen, die mit Lesen überfordert sind, zu generieren, ist Twitter da. Und also ich habe hier einen Post mit 71 bekommen. Ich habe hier einen Post mit 71, einen Thread mit 71 Teilnehmern, da sind garantiert mehr als 5, das heißt, er zeigt nur 5 an. Also lässt sich das im Hintergrund anzeigen. Es kann sein, dass es die meisten sind, weil er hier ist einer der Chefentwickler. Wieder. Ich frage bloß deswegen, weil ich möchte irgendwie eine Möglichkeit haben zum Sehen, wenn da wirklich nur 3, 4 Leute untereinander
dann ist es vielleicht witzlos, weil das vielleicht schon über Wochen eine Diskussion, eine interne zwischen zwei, drei Leuten eben ist. Und ich möchte irgendwie bloß relativ schnell sehen, dass das genau so eine Diskussion ist. Siehst du, wenn hier zwei Leute wären und hier wären 80 Posts, dann weißt du, diese zwei Leute haben 80 Posts miteinander ausgetauscht. Der Inhalt ist wahrscheinlich eher weniger gut. Du kannst aber den Thread dann für deine Nutzung ausblenden. Ja. Dann ist das Ding erledigt, das wird dann gar nicht mehr angezeigt. Ja, aber ich muss das ja erst einmal sehen. Ja. Das wird mir ja nicht automatisch ausblenden. Ja, ja klar, musst du mal reinschauen. Ich sehe in dieser Übersicht, also wenn du einen Thread aufmachst, immer nur einen nach dem anderen sozusagen, oder? Ja. Yep. So, wenn ich jetzt aber mittendrin antworte, auf irgendeinen von denen, ja, damit er wo wieder jetzt dann hinkängt? Unten dran. Unten dran, das heißt aber, ja, wo gehört der eigentlich, zu welcher Antwort gehört der eigentlich? Naja, ich kann hier sagen, ich habe hier, den da hier siehst du hier, und ich habe hier One Reply und kann mir die Antwort dann da drin anzeigen lassen. Ja, kannst du dann auch wenn, beim letzten Beitrag dir anzeigen lassen, auf welchem Beitrag das die Antwort ist? Eben, wenn ich so einen Baum habe, so einen klassischen Baum, der so aufgeht und wo du das einfach siehst, wer wann wie wo geantwortet hat, ist halt viel übersichtlicher. Deswegen war meine Frage. Das ist der hier. Reply as link top. Ah ne, Entschuldigung, das ist. Nein, das Ding hat keine klassische Thread-Ansicht. Das Ding, die wollen ja weg von der Thread-Ansicht. Ja, richtig. Also er scheint an der Diskussion, dass du sagst, ich will dieser Diskussion nachvollziehen, aber er scheint natürlich als eigener auch. Ne? Also ich meine, das ist, wenn du sagst, ich bin jetzt hier und darunter kommen noch ungefähr 200 Nachrichten, aber ich will die Antwort erstmal sehen, dann habe ich diese Antwort direkt, direkt dran gehängt. Ja, auf die haben jetzt dann noch fünf andere geantwortet. Ja, dann würden die hier noch weitere Replies sein. Also so wie das nämlich sonst im ganzen Web auch ist, wenn du in einer Zeitung beim Forum oder was auch immer hast. Du hast immer die Möglichkeit bei der SZ zum Beispiel auf Beiträge zu antworten. Ich habe das Mikrofon und warte, bis ich was sagen darf. Entschuldige. Es gibt inzwischen auch schon Foren, die haben auch diese textbasierte häufig dann mit einem Weiterlesen, die dann zumindest diese Thread-Ansicht in Form einer Einrückung machen, dass ich also dann durchaus sehen kann, wo ist die Antwort, die ist da eingereiht, wo ich auch tatsächlich auf den Antwort-Button geklickt habe. Und es gibt durchaus auch solche Tools, wo ich von Ansicht zu Ansicht umschalten kann. Wo ich entweder diese Block erschlage mich oder eben verschiedene Baumansichten nutzen kann. Mhm. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, sowas hier auch wählbar, wie meine Ausgangsfrage war, zu implementieren. Müsste man schauen, ja. Also Standard, im Standard nicht. Bitte dann, wenn es geht, die letzten Fragen, weil ich trinke. Kurze, ich habe nochmal eine Verständnisfrage. Du hast gesagt, wir können auch einen komplett neuen Thread dann aufmachen oder halt eine neue Diskussion. Ja. Wer kann das machen? Kann ich dann irgendwann mal sagen, hör zu, wir diskutieren jetzt vom ursprünglichen Thema jetzt uns weg. Genau, das kann ich dir hier zeigen. Ja, bitte. Hier zum Beispiel Michael Vogel hat mir jetzt, oder ich gehe mal hier, der Bastian hat mir geantwortet. Und dann gehe ich hier und sage, mit diesem Pluszeichen hier, also das sehe nur ich, weil ich bei mir als Entwickler das Ding eingestellt habe. Du hast hier normalerweise das Pluszeichen. So, und dann sagt er, antworte und ein neues Thema erstellen. Das heißt, ich würde zu dieser Antwort von Bastian ein neues Thema machen, also so neues. Und das kann jeder machen. Wenn du Schreibrechte hast. Ja. Genau. Ne? Neues Thema. Thema erstellen. Ja. Das wäre die Frage der Rollenschiedsrichter. Genau. So, und dann ist es. Gary Franz hat dazu schon was rausgefunden. Ja. Also wenn du mal auf deinen Informationstest gehst. Ich habe dir da auf deinen zweiten Artikel geantwortet. Und dort kann man dann die Antworten anzeigen. Und gleichzeitig ist aber meine Antwort ganz unten, in der du wieder anzeigen kannst, dass, auf was ich geantwortet habe. Also du hast jetzt hier deine... Der da hier, ne? Genau. Und auf dem beim zweiten Beitrag von dir, auf den ich ja geantwortet habe, ja.
Also wenn du jetzt ein bisschen hoch scrollst, dann siehst du diese zwei Antworten. Und wenn du da drauf gehst, hast du ja die klassische Baumstruktur. Also dieser graue Kasten mit zwei Antworten drinnen. Der da hier, meinst du? Nein, höher. Noch höher? Direkt unter deinem Beitrag steht zwei Antworten. Diese. Ah, da, genau. Nee, okay. Tiefer. Tiefer? Da, genau. Wenn du da drauf gehst. Genau, und da hast du jetzt wieder deine zwei Antworten. Okay. Genau. Und ganz unten ist dann diese ganz normale Struktur, der neueste wird zuerst angezeigt. Es ist beides vorhanden und man kann sich entscheiden, wie man es haben will. Also du hast, okay, dann habt ihr mich vorhin missverstanden. Also du kriegst schon immer die Antwort angezeigt zu dem tatsächlichen Punkt. Die Frage nur vom, wer war es, Chris oder Martin, war, der Text von dir ist ja hier unten. Und hier habe ich nicht mehr die Zurückreferenzierung, auf was ist es die Antwort eigentlich? Aber ich kann im Thread-Eröffner dieses anklicken und kriege dann quasi den langen Thread als Baumstruktur angezeigt. Ja. Zusätzlich zu der eigentlichen Blockstruktur. Ja. War das jetzt eine Frage oder war das eine Feststellung? Ja, genau. Ja. Okay, gut. Also ich habe bei mir die Möglichkeit, über einen Beitrag in der ersten Zeile, ist so ein kleines Pfeilchen dran, das sieht man bei dir eben nicht. Wenn ich draufklicke, wird mir angezeigt, auf was ich geantwortet habe. Ja, du. Also ich kann... Ja, du selber, klar. Aber nee, auch bei anderen Beiträgen. Also ich kann bei einem Beitrag von dir in einem anderen Bereich sehen, dass du auf einen Beitrag von Thomas geantwortet hast. Okay, ja, dann ist gut. Also es geht sowohl vorwärts als auch rückwärts. Dann ist gut. Ist bei dir vielleicht jetzt einfach das nicht angezeigt. Kann sein, dass es disabled habe, ja. Okay, dann, ich hoffe, habt ihr noch Fragen? Dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und für die kritischen Fragen. Danke und ich hoffe, wir unterhalten uns, beziehungsweise ihr unterhaltet euch am 1.11. über das Thema beim Bezirksparteitag, weil wir haben da parallel eine Veranstaltung vom Landesvorstand und die ist ein bisschen weiter weg von uns. Soll man BEO einführen, damit du mitmachen kannst? Müssen wir gar nicht, wir haben BEO ja schon auf Landesebene irgendwann. Wir können okay. Wir auch einen Nebenraum reservieren, da können wir zu uns kommen. Okay, super, David, danke. Es war jetzt doch mehr Fragen und mehr Interesse da, als ich selber erwartet hätte. Ich glaube, wir haben den Referenten auch ziemlich an die Grenze dessen geführt, was er selber weiß. Aber das gehört ja dazu bei uns. Bevor du abhaust, haben wir noch einen Attentat auf dich vor. Also nachdem so ziemlich jedem aufgefallen ist, dass die letzten Jahre auch an dir gezehrt haben. Danke für den Beitrag und lasst es euch schmecken. Du wirst es wahrscheinlich mit der Frau teilen. Ja, schön. Dann herzlichen Dank und noch viel Spaß weiter. Keep on running. Das scheint, das würden einige das jetzt als Rauchpause auffassen. Zwei, glaube ich. Kaffee und Rauchen. Bitte? Yeah.
alle Leute recht bitte, du hast die Lohnungs auch keine Kenntnis. Wo sind die Lohnungs auch keine Kenntnis? Das kann man jetzt so oder so sehen. Der Bio frisst nur. Ja, muss ja nicht auf das Ding. Also so 5 Minuten. Das wissen wir jetzt auch. Vielleicht mal. Endlich mal los. Wie machen wir das?